Ich grüße euch, liebe Dampfer, Dampferinnen, alle, die es mal werden wollen. Wir haben heute das zweite Voodoo Clouds, also Vapor Valley Voodoo Clouds Liquid, und zwar heute das Serpent. Ich habe hier sogar noch in der Tüte tief unten eine Beschreibung gefunden, die das Ganze relativ gut beschreibt. Obsessed hatte ich ja getestet, jetzt muss ich ja fast so ein bisschen aufpassen, dass ich das nicht wieder zu schlecht bewerte, weil das Obsessed. Naja, schaut euch das Video an, wisst ihr Bescheid. Serpent ist heute dran, frische wilde Erdbeerakzente beim Einatmen und herbe Akzente beim Ausatmen. Hier haben wir die ganze Packung. So kommt das in diesen Karton. Ist eine 100 Milliliter Flasche, ist dieses Gorilla Flaschending, keine Ahnung. Hier passen 120 Milliliter rein, 100 sind hier drinne und kommt dann natürlich in 0 Milligramm, und dazu gibt es Booster. Das sind diese hier, 2x 18 Milligramm, da habt ihr quasi den Liquid-Geschmack, bloß halt in 18 Milligramm. Dieses kippt ihr dann in die Flasche mit rein und habt dann 120 Milliliter, die insgesamt dann 3 Milligramm Nikotin enthalten. Ja, hier ist das Ganze. Geschmacklich lässt sich sagen, eine Erdbeere auf jeden Fall, die schmeckt man hundertprozentig. Ich kann das Video eigentlich in 10 Sekunden abhandeln. Vielleicht kennt ihr diese Haribo Erdbeeren, also diese Schaumzucker-Dinger, die auch so wie Erdbeeren geformt sind. Das war früher so eine Sache, ich esse alles, wirklich alles, und in der Haribo-Packung, wenn die irgendwo mit drin waren, habe ich immer übrig gelassen. Also ein relativ interessanter Geschmack. Eine ganz klare Erdbeere zu schmecken, das ist 100% dasselbe, würde ich sagen. Also die haben dasselbe Aroma genommen, keine Ahnung. Ist jetzt was ich relativ lecker finde. Es ist auch ziemlich, ziemlich stark dosiert. Wir haben hier ein Max VG Liquid. Also das heißt, so viel VG wie geht und dann halt so viel PG benutzt, wie viel gebraucht wird für das Aroma, dass das halt alles stimmig rauskommt, und das ist super, super intensiv, also auch in Backenzuggeräten wird das gut rauskommen. Ich habe gehört, das ist nur für einen hohen Wattbereich geeignet, die ganze Serie, kann ich nicht bestätigen, vielleicht beim Obsessed, keine Ahnung, ich schmecke da nichts. Hier auf jeden Fall sehr, sehr deutlicher Geschmack. Früher hieß die Beschreibung auch, wie jetzt auf der Internetseite zum Beispiel, dass man sowas Fruchtiges beim Einatmen hat, was Herbes beim Ausatmen. Einige haben geschrieben, dass dieses Herbe beim Ausatmen Gurke sein soll. Kann ich jetzt nicht, ich kann es nicht komplett verneinen, aber ich würde sagen, das ist es nicht. Also ich dampfe jetzt noch mal. Ich habe es auch im Tröpfler probiert, im Troll V2, wo ich das schon fast zu intensiv fand. Also es ist eine richtig, richtig starke, ja, künstliche Erdbeernote. Aber nicht so künstlich wie, keine Ahnung, irgendwie so ein Chemiekack. Das schmeckt halt wirklich so künstlich, wie die Süßigkeit, an der es wahrscheinlich sich auch orientiert, auch schmeckt. Also es schmeckt halt wie dieses Primavera und trifft dieses ziemlich genau. Ich finde, das ist sogar ein relativ leckeres Liquid. Ich könnte es nicht den ganzen Tag dampfen, dafür ist es mir zu intensiv. Aber es ist ein schön, ja, starker Geschmack, den man sich öfter mal auf jeden Fall in die Dampfe reinmachen kann. Ich werde das hier auf jeden Fall auch leer dampfen. Mal sehen, vielleicht könnte ich es irgendwie auch mal vertauschen gegen andere Liquids. Es war aber definitiv kein Fehlkauf. Ich habe es jetzt auf der Messe mir geholt. Im Shop kostet das Ganze so 30 Euro ungefähr, wo ihr dann das Große habt und die Kleinen auch noch dazu. Und irgendwie ist das Ganze sehr interessant. Sowas hatte ich selber auch noch nicht. Erdbeer ist sowieso ein sehr heikles Thema. Hier finde ich gut umgesetzt. Wer so auf dieses Naturidentische steht, das habt ihr dabei nicht. Also es ist wirklich diese Süßigkeit und ist auch sehr süß. Eine leichte Herbe ist halt wirklich im Abgang zu schmecken, obwohl ich die als relativ dezent und teilweise fast gar nicht da empfinden würde. Ich dampfe das Ganze hier auf 45 Watt im Baby Beast. Sehr, sehr lecker. Tröpfler, wie gesagt, super intensiv. Schon fast zu anstrengend. Selbst hier ist das halt
ordentlich, aber ich finde es ganz gut gelungen. Ja, dann war es das auch schon mit dem Video. Ich habe da eigentlich alles abgerundet, genau, alles erwähnt. MaxVG, leider nur in diesen großen Packungen zu haben. Ansonsten halt, ihr könnt euch auch, wenn ihr jetzt nur Backedampf zum Beispiel einfach so einen Nikotinshot bestellen, da der ja mit Geschmack ist, läuft das. Wenn ihr jetzt nur die Flasche in die Hand bekommt, vielleicht bei einer Zweitbestellung, bei der Erstbestellung würde ich das so lassen, wie es geplant ist. Aber ansonsten würde ich da auch überlegen, ob ich nur einen Nikotinshot reinmache oder halt nur Base reinmache. Also nur unflavorisierte Nikotinshots sozusagen. Also normale Nikotinshots, weil das ist super intensiv. Gerade im Sub-Ohm-Bereich ist das halt Hammer. Teilweise schreiben sie ja zwischen 90 und 100 Watt ist so das, was dafür empfohlen wird. Kann ich hier nicht nachvollziehen, da der Geschmack ziemlich gut rauskommt. Wie immer danke ich euch fürs Zusehen. Wenn ihr das probiert habt, gern mal einen Kommentar, wie ihr das Ganze findet. Und von daher, ja, gefällt mir damit, also Daumen nach oben, damit würdet ihr mich unterstützen. Und ansonsten ein Abo dalassen, falls ihr das noch nicht getan habt. Danke euch fürs Ansehen.